Wenn ich so einen Text sehe, muss ich immer an den Behemoth denken. Immer. Was ist denn das? Riesenküken. Oh Mann, was ist das denn? Ein Chocobo? Der ist ja riesig. Du bist zu schwer. Alles okay? Können wir dir irgendwie helfen? Der Vogel scheint es sich bequem gemacht zu haben. Normalerweise bringe ich ihn mit Futter zum Laufen, das ich vor seiner Nase baumen lasse. Du brauchst Futter? Einen Moment. Das willst du nicht? Normales Gemüse verweigert er. Er frisst nur hochwertiges. Oh. Klingt ganz wie unser Prinz. Gott! Nee, Nock rührt doch nicht mal hochwertiges Gemüse an. Ach, seid still. Fragen wir mal bei Wiz nach. Nein! Verkauft er auf seiner Ranch auch Spezialfutter? Nein. In der Zeit verreckt die zwar gut. Ich gehe tanken. Habt ihr das gewusst? Dass Chocobos so dick werden können? Nein. Ich frage mich, wie das passiert ist. Chocobos setzen eigentlich nur Schwerfett an. Wirklich? Oh Mann, ich wünschte, ich wäre ein Chocobo. Auch wenn das Mädchen nicht in Lebensgefahr zu sein schien, sollten wir ihr trotzdem Futter bringen. Wieso sollen wir jetzt ihr Futter bringen? Wir müssen ihr Chocobo Futter bringen. Logic. Ach, das ist von Final Fantasy 14. Final Fantasy 14 habe ich noch nicht viel im Hut gehabt. Heil angekommen. Der unverwechselbare Geruch von Chocobos. Chicken McNuggets. Also gut. Wo bekommen wir Futter für den Piepmatz her? Fragen wir den Verkäufer. Er kann uns sicher helfen. Gisa? Hallo! Ich hab grad Bock auf Knoblauch. Mach's gut und schau mal wieder vorbei. Gute Arbeit. Soll ich noch fragen? Na, womit kann ich heute dienen? Ah, wir reden nicht drüber. War mir ein Vergnügen. Wir reden nicht drüber. Ich glaube, wir werden demnächst viel laufen. Frisch, aromatisch und gesund. Ein Chocobo freut sich sicher darüber. Ja, bestimmt. Also zurück zur jungen Dame damit. Sie war äußerst ungewöhnlich gekleidet. Und ich frage mich, was es mit ihren Ohren auf sich hat. Ihren Ohren? Nicht. Du hast Probleme. Aber zunächst müssen wir sie aus ihrer Lage befreien. Sind sie es endlich? Außen zwei. Hey, lass den Quatsch! War ein Ausrutscher. Sieht nicht aus wie der mit 30. Da wird einem ja schon beim Anblick schlecht. Nicht jammern. Kämpfen. Ah, ja. Nee.
Okay, die sind heftig. Heilige Scheiße. Nein! Lass mich schon rüber. Heilige Scheiße. Nockt. Willst du wirklich noch fahren? Es ist ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Ruh du dich nur aus, Ignis. Komm nicht an den vorbei. Und vor allem mit der Laufen. Also Level 30 sicher, okay, aber die mit ihren Specials. Jungs, hier gibt's was zu tun. Fein, dann kümmere dich drum. So war das nicht getan. Dank dir. Ade. Nockt hat voll den Lauf. So bin ich halt. Gladio, los! Sauber, Gladio. Kein Problem. Noch. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Mit den Sichern ärgert mich jetzt mega. Der ist vergiftet? Warum? Er wird überleben. Hat schon wieder so eine Collab-Quest. Wie die mit Terra War. Haben's gleich. Muss den Regal ja abschleppen lassen, I guess. Oder am Tag wieder laufen. Gönn dir. Hey, wir haben Futter mitgebracht. Bitte, legt es dort drüben ab. Was für ein Theme. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Wie? Ach was. Gehört zum Job als Jäger. Den Leuten in Not zu helfen. Sieh an. Ein Jäger durch und durch. Jäger? Ja, wir jagen gefährliche Bestien und so. Ach so. Ihr seid also Abenteurer. Mein Name ist G-May vom Stamm der I. Was? Stamm der I? Ihr kommt wie gerufen. Ich habe nämlich den perfekten Auftrag für Abenteurer wie euch. Nein. Wisst ihr, hinter diesen großen Mauern hier in der Nähe geht nämlich etwas Furchtbares vor. Welche Mauern? Meinst du die imperiale Basis? Dort bereiten sie eine Beschwörung. Das bedeutet die Manifestation eines Primal vor.
prima, Evie. Vermutlich eine Art Gott. Was bleibt ihr so ruhig? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was geschieht, wenn hier ein Primae auftaucht? Ihr müsst mir helfen, sonst ist diese Welt im Untergang geweiht. Bitte! Okay. Vielen Dank. Hier, nehmt diese praktische Kontaktperle. Damit können wir jederzeit in Verbindung bleiben, okay? Hey! Tschüss! Wir sehen uns später wieder. Auf gute Zusammenarbeit, liebe Abenteurer. Hey, wat? Evan. Und schon ist er weg. Keiner will die Perle? Oh. Das war vielleicht ein Energiebündel. Die hat uns ja gar keine richtige Wahl gelassen. Was sollte das Gefasel von Abenteurern? Das weiß ich nicht. Aber das Imperium und Götter sind keine gute Kombination. Also auf zur Basis? Wir können das Mädchen schließlich nicht hängen lassen. Ja, ihr habt schon recht. Auf zur Basis, Jungs. Bin doch gleich da. Dieser Moment der Stille war super. Gucken, ob ich da jetzt so ohne weiteres hinkomme. Oh, wir sind schon da. Das sieht immer noch nicht gut aus. Ist das ein Haupteingang? War nicht alles einfach ohne dich, Gladio. Wir waren ganz schön aufgeschmissen. Ach ja? Wieso? Wir haben ewig gebraucht, um Feuer zu machen. Warum hast du nicht einfach Magie benutzt? Willst wohl, dass ich gleich das Zelt mit abfackel, was? Gut, ich zeig euch, wie man Feuer macht. Ihr müsst schließlich lernen, auch ohne mich auszukommen. Also mussten wir mal Feuer machen. Ich muss jetzt mal auf die Straße kommen. Dann wahrscheinlich eiskalt durch den Haupteingang. Wollt eigentlich... Oh nee, tschüss. Der ist rot. Keine Zeit für sowas. War das? Ich wollte einen Schokobo retten gehen und nicht den Kack. Am Ende hat das dann auch wieder einen Abspann. Obwohl, das ist ja eigentlich eine Final Fantasy. Gucken. Klopfen. Deine Perle klingelt. Wie gehe ich daran? So? Oh, hallo. Kannst du mich hören? Nein. Ich bin Jime. Ja, ich höre dich. Sehr gut. Jetzt können wir jederzeit miteinander reden. Schon, aber... Wo bist du jetzt? Im Innern der Mauer. Ich habe den idealen Ort gefunden, um die Schurken zu beobachten. Du siehst sie? Wir sind unterwegs. Bleib versteckt. Okay, aber seid vorsichtig, Abenteurer. Angeblich kommen hier nachts irgendwelche Nichtgesandte hervor. Fürchterlich, darum solltet ihr unbedingt bei Tageslicht kommen. Ja. Eigentlich nein drücken müssen. Ach, das I ist sogar ein Y. Ich bin gespannt, ob wir die Beschwörung abbrechen können. Richtig verhindern können.
richtig überhaupt von Nutzen sind. Hauptsache, sie ist in der Nacht auch schon da drinne. Aber wir dürfen nicht in der Nacht rein. Sehr versteckt da oben. Sehr versteckt. Das muss ich ihr lassen. Würde jetzt irgendwo ein Sniper sitzen, der wird sich freuen. Verdächtig ruhig hier. Ja. Es scheint, als wäre die Basis aufgegeben worden. Die Lampen. G-May? Wo steckst du? Hier oben. Siehst du mich? Oben auf dem Kran. Ich muss dir unbedingt was zeigen. Schnell, kannst du irgendwie hierher kommen? Schon unterwegs. Warte dort auf mich. Sie will mir was zeigen. Bin gleich wieder da. Du gehst alleine? Ja, alleine bin ich schneller. Wer weiß, was sie anstellt, wenn sie zu lange warten muss. Alles klar. Wir passen hier auf, falls Imperiale kommen. Frage ist, kann ich einfach hingehen? Glaub nicht. Ja, genau. Da bist du richtig. Von dort aus kannst du hier hoch zu mir klettern. Kann ich mich einfach warpen? Echt keine Warp-Punkte. Hab ich gemobbt. Oh ne. Eine Katze. Oh. Aber dann tick mal recht, dass wenn du Warp-Punkte freigeschaltet, sollst du fallen, kannst du dann so schnell wieder hoch. Aber okay. Ist das etwa ein Sprungrätsel? Ich hasse Sprungrätsel, Scheiße. Die Anstrengung ist umsonst. Welche Anstrengung? Ein Frosch. Okay. Der Frosch wird ein... Willst du mich verarschen? Der Frosch wird ein Checkpoint sein. Ey, was ist das für eine Quälerei? Der Frosch ist einfach unter der Kiste. Ich war eigentlich von hier zu springen. Oh nein! Oh, die Kristalle! Was geht? Oh Gott! Komm, ich bewege den Joystick. Da kann. Oh, oh. Nicht nach unten gucken. Ah! Scheiße! Oh nein! Oh fuck! Oh nein, 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 nein! Ah,
nicht nach unten gucken. Oh, hui! Oh. Ah, los. Das hast du gut gemacht. Nein. Natürlich kann ein Abenteurer auch klettern. Das war ziemlich hart. Und was willst du mir jetzt zeigen? Und überhaupt, was soll das Kostüm mit den Ohren und dem Schwanz? Um dir das erklären zu können, musstest du hier zu mir hochkommen. Wirf mal einen Blick durch das Fernglas. Hab ich nie. Und wonach suche ich? Siehst du die große Maschine und diese verdächtige Versammlung dort? Maschine und Versammlung? Was sind das denn für schwebende Dinger da? Schwebende Dinger? Seltsam. Als ich von hier geflohen bin, lagen die nur still am Boden. Wer sind die Typen? Und was machen die da? Oh, das sind wilde Ixal. Sie bereiten eine Primae-Beschwörung vor. Mit dieser gefährlichen Zeremonie wollen die Ixal den von ihnen angebeteten Primae, die Herrin des Windes, Garuda, herbeirufen. Ich verstehe nur die Hälfte. Aber es geht um so eine Art Pakt? Und? Was passiert, wenn diese Garuda hier auftaucht? Die Primae ziehen Kraft aus dem Erdboden, um sich manifestieren zu können. Und Garuda soll besonders aufbrausend und aggressiv sein. Aha. Klingt nach einer Menge Arbeit. Aber auch zu gefährlich, um nichts zu tun. Ja, wir müssen verhindern, dass Garuda beschworen wird. Du und deine Freunde, ihr müsst die Ixal aufhalten. Mhm. Wieso ist das hier? Da ist ja der Chocobo. Oh nein! Er ist mir nachgelaufen. Der Kleine ist mein treuer Begleiter. Damit er mich bei meinen Forschungen nicht ablenkt, habe ich ihn oft mit Futter beschäftigt gehalten. Und, ehe ich mich versah, war er zu dick. Hm. Ach da. Was ist das für eine Maschine? Ein Portal in diese Welt. Ein Teleportationsgerät. Als ich zu mir kam, bin ich direkt daneben aufgewacht. In diese Welt? Ja, genau. Die Welt hier, von euch Abenteurern. Ich vermute, dass die Maschine mit einer allergischen Partikelschleuse aus meiner Welt verbunden ist. Ich Gesundheit. Weiß, es klingt verrückt, aber das ist die einzige Erklärung. Partikelschleuse? Klingt nach irgendwas aus einem Computerspiel. Und was meine Ohren und den Schwanz angeht, hier gibt es wohl keine Mikote. Bitte? Soll das heißen, die sind echt? Na klar! Na klar, sagt sie. Ich dachte eigentlich, das wäre die dritte gewesen, aber ich zählt. Was ist das denn für eine riesige Statue? Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ich spüre das ist keine jedoch, Statue. Dass die Statue von windelementarem Äther umgeben ist. Darum liegt die Vermutung nahe, dass sie etwas mit der Beschwörung Garudas zu tun das hat. Das wird Garudas Körper. Verstehe. Dann sollten wir sie uns am besten genauer ansehen. Ah. Das soll bestimmt Garudas Körper werden. Die Lage ist erfasst. Wir sehen uns zunächst die Steinstatue genauer an. Dann müssen wir einen Weg nach drinnen finden. Okay, diesmal komme ich mit euch mit. Wieso redet er durch die Perle, wenn die einfach einen Meter vor ihm steht? Das ist eine ziemlich schräge Geschichte. Ich weiß nicht so recht, ob ich sie glauben soll. Ich finde sie plausibel. Hab sowas schon in Spielen gesehen. Spiele sind aber nicht real. Trotzdem, diese Beschwörung klingt gefährlich. Wer weiß, was sie für Konsequenzen hat. Stimmt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Jimei eine Lügnerin ist. Also, lasst uns zunächst die Basis absuchen. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen.